So, hi zusammen. Ja, gibt mal kleine Neuigkeiten. Ich bin jetzt hier gerade noch am VW Charan dran, den einmal komplett schicki zu machen. Da kommt ja der Globo Protector eben drauf, was ich ja schon mal so ein bisschen angekündigt habe in den Videos. Bin ich immer noch dran, er steht immer noch hier. Ah ja, ja, ich sag's euch, viel Arbeit. Also vielen oder einigen ist aufgefallen, dass ich die Videos von Brilla gelöscht habe. Also einmal das Interview mit Brilla und dann eben den Langzeittest Redline versus Ultima. Die Jungs möchten das nicht. Die Jungs haben mich angerufen, wollen keine Videos, weil in den Videos die Preise genannt werden. Das möchten sie nicht. Die wollen auch nicht, dass ich halt eben zeige, wie viel Rest in so einer Flasche drin ist, beziehungsweise dieser Überschuss, der übrig bleibt. Wollen sie auch nicht. Weil man könnte ja aufs Auto auch eine Trilliarden Schichten drauf machen, dann wäre es auch leer. Gut, kann man machen. Ich habe mich jetzt entschieden, die Videos einfach zu löschen. Ich verdiene mit den Videos eh kein Geld. Mir ist es egal, ob die Videos jetzt online sind oder nicht. Schlussendlich sind sie auch, glaube ich, nicht so gut bei euch angekommen. Ich habe das ja in den Kommentaren eben auch gelesen halt. Und von daher ist es für mich jetzt überhaupt kein Weltuntergang. Also, ich habe die Videos jetzt gelöscht. Es wird keine Brilla-Videos mehr geben. Ende aus. Für mich ist der Drop gelutscht. Und auch eben der Langzeittest mit dem gegen das Ultima ist damit für mich auch hinfällig. Also da wird es auch kein Update mehr geben. Ich werde dazu keine Videos mehr machen. Ende aus. Also nur für alle, die sich wundern, warum die Videos jetzt gelöscht sind. Ist so. Fertig. Feierabend. Ende aus. Es geht weiter. Ein paar, wie gesagt, coolere Projekte kommen jetzt noch. Jetzt wird heute Mittag noch ein Boot angeliefert. Und denke, das wird auch richtig fett. Bin die Woche dann noch, muss ich noch ein anderes Boot machen. Also viele Boote momentan. spannend. Ja, ich hoffe trotzdem, habt alle noch einen schönen Tag. Genießt den Tag und wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao.